Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zuallererst wollte ich mich bei euch bedanken für die ganzen Genesungswünsche. Vielen Dank Freunde, mir geht's jetzt auch wieder viel besser, das einzige was noch ein wenig nervt ist der Heuschnupfen mit der Nase und so, aber ansonsten geht's mir im Großen und Ganzen wieder gut und wir können ganz normal weitermachen Freunde. Und zwar wieder mit den Leaks und dazu wenden wir uns wieder an Riddler Q, denn ich habe euch im letzten Video ja schon das Bild hier von seinem Desktop-Hintergrund gezeigt und das ganz oben links, das Grape, das gibt es jetzt auch als vollwertiges Bild. Und zwar hätten wir erstmal das hier, eventuell werde ich dazu ein anderes Bild nehmen, ohne die Schrift oder die Schrift zensieren, denn hier ist das Wort für das weibliche Geschlechtsorgan und ich weiß nicht, wie tolerant YouTube ist, wenn ich einfach nur das Wort zeige, was mit V beginnt. Deswegen im Fall der Fälle werde ich es erstmal zensieren, aber gehen wir einfach mal auf das Bild ein. Und zwar sehen wir hier erstmal ein paar legendäre Pokémon. Lugia, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Zekrom und Solgaleo. Und was haben diese ganzen Pokémon gemeinsam? Sie sind Coverlegenden. Also Lugia mit Silber, aka Soul Silver, Kyogre mit Saphir, aka Alpha Saphir, Groudon mit Rubin, aka Omega Rubin, Rayquaza mit Smaragd, Zekrom mit Weiß und Solgaleo mit Sonne. Und was sehen wir noch bei den ganzen legendären Pokémon? Auf jedem einzelnen reitet jemand. Also Ash fliegt auf dem Lugia und natürlich auch von Omega, Rubin, Alpha, Saphir sehen wir noch Kyogre, Groudon und Rayquaza. Und hier, das müsste ein CCG-Artwork sein, dass N auf Zekrom hier fliegt. Und natürlich aus Ultrasonne hätten wir hier noch Solgaleo. Aber wir sehen hier noch einen Hund mit Rädern und das fällt auf dem ersten Blick jetzt etwas aus dem Raster. Man kann sich bei den legendären Pokémon denken, okay, es geht hier eindeutig um Coverlegenden. Aber was hat denn jetzt dieser Hund damit zu tun? Da gehen wir mal ganz schnell rüber zu Soul Silver Art, denn der hat hier etwas Interessantes dazu gepostet. Und zwar geht man davon aus, dass dieser Hund mit den Rädern eventuell ein Streitwagen darstellen soll. Denn viele gehen ja auch davon aus, wie hier unten zum Beispiel beschrieben, dass die legendären Cover-Pokémon eventuell ein und dasselbe Pokémon sind. Nur, dass dieses Pokémon über zwei Formen verfügen wird und eines wird quasi eine Vergangenheitsform sein und das andere Cover-Pokémon wird dann die Zukunftsform sein. Ein Pokémon, zwei unterschiedliche Formen. Genauso wie hier bei dem Bild beschrieben. Und zwar sehen wir hier auch zwei Löwen, die einen Streitwagen ziehen. Und hier hat SoulSilverArt ein wenig mehr ausgeholt. Und zwar, dass die zwei Maskottchen eventuell denselben Streitwagen ziehen. Derselbe Streitwagen könnte sich natürlich darauf beziehen, dass es halt ein und dasselbe Pokémon ist. Das, was die beiden aber auch ziehen, könnte sich eventuell auf das dritte legendäre Pokémon im Bunde beziehen. Das könnte natürlich auch sein. Außerdem wird hier noch erwähnt, dass es dasselbe ist, aber dennoch Gegensätze sind. Und ja, das passt natürlich auch perfekt. Es ist ein und dasselbe Pokémon, aber trotzdem gegensätzlich, da es eine Vergangenheitsform und eine Zukunftsform haben könnte. Dann noch ein paar interessante Sachen, und zwar hat Riddler ja in einem Post erwähnt, dass wir im Trailer schon Hinweise auf die Cover-Pokémon bekommen haben. Und dazu haben wir was von Blaze Incineroar bekommen. Und zwar ist er hier ganz speziell auf diesen Hund mit den Rädern eingegangen. Und zwar haben wir im Trailer hier so ein Symbol bekommen. Und wenn man das Symbol wohl umdreht, dann könnte daraus auch ein Streitwagen interpretiert werden. Und dieses Netz könnte sich natürlich auch auf ein Zeitportal beziehen. Und dazu haben wir beispielsweise dieses Portal aus Sonne und Mond bekommen. Und wenn man natürlich hier auf diese Theorie anspringt, mit der Zeit, mit Vergangenheit und Zukunft, dann könnte dies eventuell auch sehr, sehr logisch klingen. Dann muss ich noch einen etwas dummen Fehler aus meinem letzten Video korrigieren, wo ich ja nicht wusste, was diese Uhr mit den ganzen Theorien zu tun hat, aber ich die ganze Zeit von Vergangenheit und Zukunft gesprochen habe. Ja, Retsu, was könnte bloß eine Uhr im Zusammenhang mit Zukunft und Vergangenheit zu tun haben? Komplett lost. Danke an diejenigen, die mich in den Kommentaren korrigiert haben, ohne mich komplett für diesen Dummfehler auseinanderzunehmen. Danke Leute, natürlich hat die Uhr was mit der Zeit zu tun, eindeutig. Also da braucht man hier wirklich nicht zweimal drüber nachdenken. Das war einfach komplett lost von mir. Und Freunde, apropos Gegensätze, wir haben im Trailer auch noch mehr Sachen bekommen, als wir vielleicht zuerst denken. Und zwar haben wir sehr viele Gegensätze bekommen. Und zwar, was
was Formen betrifft. Und ja, Formen. Und es geht hier auch um unterschiedliche Formen von eventuell ein und demselben Pokémon. Vergangenheit gegen Zukunft. Und im Trailer haben wir sehr viele Kreise bekommen und sehr viele Dreiecke. Betrachten wir einfach mal im Trailer diese zwei Wappen von der Traube und der Orange. Zum einen hätten wir hier diesen Wappen und, Freunde, ihr seht hier markiert, natürlich haben wir außen herum den Kreis und innen die Dreiecke. Das ist aber nicht alles. Genau dasselbe haben wir hier auch mit dem anderen Wappen, nur dass das Äußere nun das Dreieck ist und innen drin haben wir Kreise. Also das erste Wappen war die Orange und das hier ist die Traube sozusagen. Dann haben wir hier auch noch einige Kugeln bekommen natürlich und hier auf dieser Skizze sehen wir einige Dreiecke und hier haben wir auch ein Kreis und ein Dreieck. Außerdem das Logo, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, dieses, wo man den Streitwagen draus interpretieren kann, das besteht auch fast nur aus Dreiecken. Auch hier dieses Bild hier, wo man eventuell diesen Stern aus den japanischen Logos reininterpretieren könnte, was eventuell das Gimmick des Spiels sein könnte. Das besteht auch fast aus Dreiecken. Und Freunde, jetzt kommt das Interessanteste. Und zwar kommen wir wirklich zu den Karmesin- und Purpur-Logos. Und fangen wir hier erstmal mit dem Purpur- bzw. Violet-Logo an. Und ihr seht, darin sind auch fast nur Kreise. Also diese weißen Kreise in dem Logo. Und Freunde, wenn wir das jetzt mit dem Karmesin- bzw. Scarlet-Logo vergleichen, sehen wir, dass dieses komplett aus Dreiecken besteht. Also es ist hier definitiv von Gegensätzen, die wir hier sprechen können. Also wir haben hier alles voller Gegensätze. Die Logos. Scarlet, dieses altmodische Logo. Violet, dieses neumodische Logo. Scarlet besteht komplett aus Dreiecken. Violet besteht komplett aus Kreisen. Der Trailer ist auch komplett voll mit Kreisen und Dreiecken. Dieses Wappen mit der Orange und dieses Wappen mit der Traube. Da können wir auch wieder diese Kreise und Dreiecke ableiten. Außerdem hat man hier im Trailer auch noch etwas gesehen, was wie ein Albertstein aussieht. Und das könnte natürlich auch wieder auf die Vergangenheit schließen, denn das ist quasi das Fossil von Aerodactyl. Und Freunde, wenn wir hier natürlich wieder auf die Uhr schließen, dann haben wir außen auch wieder einen Kreis. Und durch die Zeiger bilden sich im Inneren des Kreises nochmal drei Dreiecke. Außerdem haben wir hier noch dieses Bild von diesen zwei Sandwiches und das könnte man eventuell auch wieder auf diese zwei Farbschemen beziehen, die ich euch ja im letzten Video gezeigt habe. Denn zum einen haben wir hier ein Sandwich, welches quasi aus Dreiecken besteht und eines, welches aus der Perspektive wie ein Kreis aussieht. Und zwar hätten wir hier mit dem Sandwich mit den Dreiecken wieder das RGB-Farbschema, denn es sieht in der Mitte schon ziemlich weiß aus. Und das Kreis-Sandwich, es ist in der Mitte schwarz, welches man auf das CMYK-Farbschema wieder anwenden könnte. Also Freunde, ihr seht, wir haben hier sehr, sehr viele Hinweise. Klar, es könnte sich hierbei auch echt viel um, man könnte schon fast Verschwörungstheorien vielleicht sagen, weil, ja, man kann ja praktisch irgendwie alles wirklich hier mit den Kreisen und den Dreiecken hier hineininterpretieren, aber ich sag mal so, das mit den Gegensätzen, das ist schon sehr, sehr stark geprägt hier, würde ich mal sagen, in dem Trailer. Und die Hinweise von Riddler Q auch. Also ich sag mal, wir bekommen definitiv etwas mit Gegensätzen. Ob es nun wirklich ein und dasselbe Pokémon mit einer Vergangenheits- oder mit einer Zukunftsform ist, oder ob es einfach zwei unterschiedliche Coverlegenden sind, die werden einfach komplett das Gegenteil sein. Also irgendwas mit Gegensätzen, safe. Und ich sag mal so, mit den ganzen Hinweisen, es muss eigentlich schon was mit Zeit zu tun haben. Denn im Trailer, da gab es ja auch quasi so eine kleine Zeitreise. Denn das Büro sah auch schon ein wenig, sage ich mal, altertümlicher aus. Aber vor dem Büro quasi dieses Kaufhaus, wo der Wachmann durchgelaufen ist, das war ja schon eher zukunftsorientiert. Aber Freunde, was haltet ihr denn von diesen Theorien? Haltet ihr sie für kompletten Humbug, für komplette Verschwörungstheorien und denkt ihr euch auch so, Alter, was faselt der Typ denn da? Eure Gedanken ab in die Kommis, Freunde, da bin ich sehr gespannt. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen und um nichts mehr rund um Pokémon zu verpassen, abonniere doch gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. By the way, Freunde, heute ist der Geburtstag von Ash Ketchum, da feiern wir auch einmal drauf. Wuhu, ja, geil, Freunde. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Also dann, ciao.
alles Gute zum 36. Geburtstag, ich meine natürlich alles Gute zum 10. Geburtstag, Ash. Alles Gute zum 10. Geburtstag.